Sprachverwirrungen. Wir leben in einer Zeit, in der die Sprache ihren Zweck immer schlechter erfüllt. Manipulation und sprachliche Kniffe gab es ja schon immer. Aber momentan wird absichtlich alles unternommen, um die Sprache zu zerstören. Fast schon im Orwellschen Sinne. In Kanada werden etwa 70 neue Geschlechter und die dazugehörenden Pronomen erfunden und deren Anwendung gesetzlich vorgeschrieben. Zumindest wurde es versucht. Und hier im deutschsprachigen Raum versuchen Experten angestrengt herauszufinden, was der Satz "Töte die Ungläubigen, wo immer du sie findest" wohl bedeuten könnte.